Ja, was ich vielleicht zum Schluss noch anfügen möchte, wir haben ja versucht, alle denkbaren Fragen und natürlich auch Antworten zur pauschalodierten Unterstützungsklasse schriftlich mal in unserer Xing-Gruppe zusammenzufassen. Ich möchte auch alle auffordern und ermuntern, wenn es irgendeine Frage gibt, die von Unternehmern gestellt werden oder die grundsätzlich interessant sind, die wir noch nicht beantwortet haben oder noch nicht zur Zufriedenheit zu beantworten, uns einfach zu schicken, einfach reinzugeben. Wir werden die sowohl in Xing einstellen oder je nach Frage dann auch versuchen, in einem Kurzbeitrag oder im Rahmen von einem Vortrag einmal für YouTube zu vertonen, dass ich wirklich hier auch die Antworten interessierten Unternehmen präsentiert werden können oder auch natürlich verinnerlicht werden können, gelernt werden können für die Gespräche mit Unternehmern oder Gespräche, die im Rahmen der pauschalodierten Unterstützungsklasse oder Einrichtungsfragen geführt werden. Also dazu die Aufmunterung und die Aufforderung nochmal an alle, schicken Sie uns die Fragen, die Sie haben, schauen Sie es in Xing an, schauen Sie es in YouTube an. Selbstverständlich, wie in der Vergangenheit, können Sie mich immer anrufen und können es immer auch telefonisch fragen. Ich werde zu jedem Einzelfall, zu jedem Sachverhalt für unsere Partner Stellung nehmen. Aber Fortbildung, wirklich Ausbildung, Wissen und Know-how-Erweiterung ist eines der zentralen Themen. Wir machen das seit 21 Jahren, wir verwalten seit 13 Jahren hier Vielzahl von pauschalodierten Unterstützungskassen, ich persönlich seit 21 Jahren. Und das ist einfach ein Thema, da zählt Erfahrung, Wissen, Einzelfälle, Sachverhalte. Es ist wirklich ein lebenslanges Lernen. Wenn ich ein anspruchsvolles Thema habe, mit dem ich individuell mit einem Unternehmen umgehen muss, nützen Sie das, stellen Sie Ihre Fragen, lesen Sie unsere Fragen und Antworten und beschäftigen sich intensiv mit dem Thema.